Unser Jack ist verloren gegangen. Das ist alles nass hier. Ich habe jetzt auch eine Tablette genommen wegen die Kopfschmerzen. Alter! Lage, ja, könnte besser sein. Und jetzt geht's nur noch runter. Und zwar da hinten. Um 8. Alles wieder zusammengepackt. Gibt's gleich Frühstück. Dann geht's da hoch. Heute ein Pass über fast 5000 Meter. Ja. Jackie ist auch am Start. Unser Aufpasser, der Check. Check die Lage. Heute haben wir schon fast 3 Kilometer, 400 Höhenmeter. Das heißt, wir sind ungefähr auf 4700, 4800. Kurzer Körpercheck, alles okay. Ein bisschen Kopf, aber wirklich sehr harmlos für die Höhe. Ich bin sehr positiv überrascht. Und die Natur flecht uns hier einfach ohne Ende. Das ist so krass grün. Hier überall. Schaut euch das mal an. Einfach krass. Einfach wunderschön. Und da hinten sehen wir übrigens den Stockkangri nochmal. Hier aufgespürt. Hast du eins gesehen? Kein Murmeltier. Waren das Murmeltierlöcher da unten? Ja, ja. Ja, ne? Ja, hatte ich denken. Aber die waren sehr groß. Ja, ja, das, ja, die, das sind solche Monster hier. Ja, wir sind in Indien. Yes. Ihr habt noch viel zu viel Spaß. Ja. Das ist verboten. Wir sind hier nicht zum Spaß. Alles locker. Vielleicht sind wir auf dem Pass. Sehr schön. Well done. Yes. You. Woohoo. Ja, kleiner Abstecher. Lohnt sich, oder? Super, 5000 Meter, ja! Wo? 3.800er. Da hinten wieder, oder? Geht nicht. 8000er! Krass.
Okay. Einfach krass. Wir waren jetzt auf dem Gipfel, der war 5000 Meter hoch und wir haben ihn genannt Jackie's Rock. Und jetzt geht's runter zum Lunch, weil die Jungs haben irgendwas wieder ausgeheckt, haben was gekocht und das hier den Berg hochgetragen. Bin gespannt, was es gibt. Auf was hast du Hunger, Philipp? Sandwiches mit Käse. Käse, Gurke, Tomate. Ich glaube, es gibt was Warmes mit Reis und so. Wirklich? Ich denke schon. Ich trau's denen zu. Lecker Okraschoten und Kartoffeln mit Dahl. Und das da hinten ist der 5000, auf dem wir eben waren. Unser Gepäck. Da unten ist es doch schon, das Lager. Lager Nummer 2. Regenwolken, Regenwolken. Uiuiui. Rein ins Heim. Okay, es geht los. Es ist Sandsturm. Ah, super. Es ist ein bisschen nass bei uns. So, es ist alles nass. Wir haben es trocken gelegt, einigermaßen. Schauen wir mal. Guten Morgen. Wie ist die Lage? Stimmung? Lage, ja, könnte besser sein. Ja. Bestens. So, das will ich hören. Erster Tag ohne Sonnenschutz. Und das meiste Mal sowieso nicht. Stimmt, habt ihr euch alle eingecremt? Ja. Sonne scheint. Gestern fast gestorben in der Hitze. Heute friert man sich den Arsch ab.
hier, das ist Thymian. Die erwarten ja, vielleicht was zu essen. Los. Na ja, Baby. Ach Gott, süß. Oh, oh. Verpflegung ist wieder 1A. Ja. Mit so einem geilen Essen geht es einem gleich viel besser. Okay. Wir haben Lager 3 erreicht, auf 4300 Meter Höhe. Sind heute auch über einen Pass, der fast 5000 hatte. Fast 13 Kilometer, 770 Höhenmeter haben wir gemacht. Mehr als 6 Stunden. Ja, Kopf fühlt sich an wie in einem kleinen Schraubstock. Es regnet. Wir wünschen uns noch ein bisschen Sonne, das wäre geil. Um mal die Sachen zu trocknen, um sich mal ein bisschen hinzulegen im Zelt, ohne dass man befürchten muss, nass zu werden. Mal schauen. Yippie! Man unschwer überhören kann, es regnet mal wieder, etwas doller. Wir hatten gerade unseren Tee. Ich habe jetzt auch eine Tablette genommen wegen die Kopfschmerzen. Bin ein bisschen fertig. In 2 Stunden gibt es dann aber Abendessen. Und morgen dann hoffentlich endlich wieder Sonne. Oder wenigstens kein Regen. Das würde auch schon reichen. Weil unser Zelt läuft halt auch an einigen Ecken immer mal ein bisschen nass und feucht und Basti schläft dann auch schon komplett nass. Was heißt komplett? Also schon sehr feucht, also nicht komplett nass, aber so feucht, dass es halt schon, grenzwertig ist. Es tropft halt auch echt von oben immer runter. Bei Basti tropft es. Ist alles nass hier. Morgen. Morgen. Das alles frisch? Alles frisch, hi. Endlich scheint mal die Sonne. Ah, hier wird schon gewandert.
So, wieder kurzer Körpercheck. Sind jetzt 1,5 Stunden unterwegs. Der Regen ist nicht so schlimm wie befürchtet. Es nieselt ein bisschen. Das ist alles okay. Heute gar keine Kopfschmerzen. Ist echt schön. Der Moskitostich ist eigentlich auch schon lange nicht mehr existent. Alles gut. Gut geschlafen. Heute geht es auch auf einen verhältnismäßig kleinen Pass. 4700 Meter. Und davon haben wir schon deutlich mehr als die Hälfte geschafft. Und wenn nachher noch die Sonne rauskommt, dann kann man mal wieder schön im Bach duschen gehen. Ach, das wäre ein Traum. Das wäre toll. Stimmung in der Gruppe super. Alle haben ein paar kleinere Problemchen auch mit der Höhe, klar. Christine geht es nicht so gut. Geht es ein bisschen schlechter. Mal schauen, heute ist ja nicht so anstrengend. Vielleicht geht es ihr dann besser. Aber sie hat auch nur Sauerstoffsättigung von 73 gehabt heute Morgen. Das ist schon echt verdammt wenig. Ich hatte gestern 85. Das ist echt gut. Ach toll, ist schon schön. Ist auch verrückt, wie man so komplett Zeit und Tagesgefühl verliert. Weiß gar nicht, welcher Tag ist. Ist auch egal. Man lebt hier irgendwie so seine Routine. Guckt, dass man seinen Schlafplatz schön einrichtet im Zelt. Dass man gut zu essen hat. Und gut zu essen haben wir. Das ist krass, was die uns kochen. Ich bin einfach nur glücklich, jeden Tag über einen Pass gekommen zu sein. Das Panorama genießen. Oh, das ist schon wieder geil. Es wird blauer Himmel. So, fast geschafft. Pass up today. Super. So, da hinten über den Pass sind wir gerade gekommen. Da sieht man auch unsere Pferde. Und da hinten über den Pass müssen wir gleich noch. So. Zweiter Pass schon erreicht. Up there in the clouds. Und jetzt geht's nur noch runter. Und zwar da hinten. Okay, ein paar sind noch nicht ausgelastet und haben auch noch einen kleinen Gipfel erklommen. Aha. Ja, Mai. Ach, ist das schön heute. Ist das schön. Kaum ist die Sonne draußen, ist Vermummung angesagt.
Klares Wasser fließt in rotes Wasser. So, wir haben geduscht im Bach und Sachen gewaschen. Geil. Die Powerbank wird geladen. Na gut, wir sind ja auch auf 4000 Meter. Unser Jack verloren gegangen. Der wurde heute Morgen noch mal von Stefan gesehen, ne Stefan? Du hast den Jack heute Morgen noch gesehen? Ja. Ich sag gerade, dass wir ihn verloren haben. Ja, leider. Heute Morgen kam er noch zu mir und hat mich freudig begrüßt, aber dann hat er eine Runde durchs Saal gemacht und habe ich nicht mehr gesehen. Schade. Das heißt, wir sind jetzt alle am Heulen. Unser Jackie ist nicht mehr da. Ja. Aber der Esel. Yummy! Ja. Morgens 8 Uhr und die Sonne brennt schon. Wow, wie cool. Wow. Ja, blöd jetzt, ne? Ich glaube, ich mache heute einen Betttag. Wenn ihr das Video auch toll fandet, könnt ihr gerne mal so machen.